Und was wir sagen ist, hören wir auf, der ganzen Welt unsere Wertvorstellungen aufzuzwingen, die wir als AfD ja nicht mal im Inland wollen. Wir wollen ja nicht die Regenbogenfahne, wir wollen ja nicht den Globalismus, sondern wir wollen, dass jedes Volk an seinem angestammten Platz sich nach seinen Regeln organisiert. Ja, wir feiern heute hier den Tag der Arbeit, lieber Herr Krah. Und viele Bürger stellen sich ja inzwischen die Frage, lohnt sich denn Arbeiten überhaupt noch? Gerade wenn man auf die Steuerlast schaut. Was ist das Programm der AfD, damit sich Arbeiten wieder lohnt? Also erstmal lohnt sich Arbeit immer, weil wir über die Arbeit uns auch selbst entfalten. Wir arbeiten, weil es ein Ausdruck dessen ist, dass wir Menschen sind, unsere Umgebung gestalten. Dass dieser Staat alles angreift, was ehrenvoll und würdevoll ist und es eigentlich ökonomisch unsinnig macht, wissen wir. Und genauso ist es. Diejenigen, die hart arbeiten und vielleicht für wenig Geld, weil sie eben es im Leben schwerer haben, die verdienen weniger als jene, die sie mit ihren Steuern und Sozialabgaben finanzieren. Vor allen Dingen eben Einwanderer, die so gewünscht sind. Das wollen wir umdrehen. Aber wir als AfD sagen, Arbeit muss sich lohnen, aber Arbeit ist mehr als nur Geld verdienen. Arbeit ist geregelten Tagesablauf haben, Kollegen zu haben, in seinem Leben einen Sinn geben, jeden Tag zu sehen, was man schafft. Und wir wollen beides haben. Die Leute sollen Geld verdienen, aber sie sollen eben auch stolze Bürger sein. Und deshalb feiern wir den Tag der Arbeit. Das ist ja nicht die einzige Sorge, die viele Bürger momentan umtreibt. Gerade wenn wir Richtung Osten schauen, der Konflikt Russland-Ukraine, viele Bürger befürchten auch, dass sich das zu einem Weltkrieg ausweiten könnte mit deutscher Beteiligung. Was ist denn das alternative Programm, der Alternative für Deutschland, um einen Weltkrieg zu verhindern oder um eine vernünftige Rolle Deutschlands innerhalb oder außerhalb dieses Konfliktes zu finden? Das Erste ist doch, man sollte nicht fremde Kriege zu eigenen machen. Wir müssen uns wieder um das kümmern, was unser ist. Deutsche Politik für Deutschland. Und die Ukraine ist nicht Deutschland. Und das Zweite ist, wir sollten zur Kenntnis nehmen, dieser Krieg ist ein provozierter Krieg. Ja, die Russen sind einmarschiert, aber man hat eben auch es so gemacht, dass die Russen nach ihrer eigenen Logik, die nicht unsere sein muss, am Ende keinen Ausweg mehr sahen. Und was wir sagen ist, hören wir auf, der ganzen Welt unsere Wertvorstellungen aufzuzwingen, die wir als AfD ja nicht mal im Inland wollen. Wir wollen ja nicht die Regenbogenfahne, wir wollen ja nicht den Globalismus, sondern wir wollen, dass jedes Volk an seinem angestammten Platz sich nach seinen Regeln organisiert. Wir wollen nicht diese Weltmächte. Und wenn man das berücksichtigt hätte und in Zukunft berücksichtigt, dann gibt es keinen Krieg. Krieg ist eine Folge von Weltmachtstreben. Und Deutschland soll sich nicht am Weltmachtstreben beteiligen, sondern Deutschland soll sich darum kümmern, dass jeder hier Arbeit hat, dass jeder durch seine Arbeit seinen Wohlstand und sein kleines Glück erwirtschaften kann. Und deshalb ist unsere Antwort auf die Kriegstreiberei von Baerbock und Strack-Zimmermann ist Frieden. Und jetzt steht ja nächstes Jahr ein wichtiges Ereignis für Sachsen an, wo viele sich schon geistig darauf vorbereiten, nämlich die Landtagswahl. Was denken Sie, sind die Themen für die Landtagswahl? Lässt sich das jetzt schon abschätzen? Wir leben ja nicht nur, dass wir eine Krise hatten. Wir hatten ursprünglich mal eine Migrationskrise, wir hatten eine Euro-Krise, dann hatten wir diese erfundene Corona-Krise. Zurzeit haben wir ja ein Zusammentreffen aller Krisen. Das heißt, die Menschen merken, das, worauf sie bauen, ihr ganzes Leben, bricht zusammen durch schlechte Politik. Und deshalb wird es, glaube ich, auch nicht das eine Thema in Sachsen geben, sondern es wird die Frage geben, soll Sachsen deutsch bleiben? Soll Sachsen Heimat bleiben für die Menschen, die hier über Generationen verwurzelt sind? Oder soll Sachsen alle Eigentümlichkeit aufgeben? Soll es hier auch Armut, Konflikt, Multikulti, multikriminell werden? Und insofern werden wir diesen Wahlkampf, davon bin ich überzeugt, sehr, sehr grundlegend führen, indem wir klar machen, wenn Sachsen uns Heimat bleiben soll, der Ort, wo wir uns nicht erklären müssen, wo wir uns erkennen und zusammengehören, dann müssen wir die AfD wählen. Und wenn wir hier zuschauen wollen, wie alle Gewissheiten, nicht nur vom Wohlstand, auch innere Sicherheit, auch Bildung, auch Beheimatung und Verortung, wenn das alles dahin gehen soll, ja, dann gibt es ganz viele andere Parteien und denen werden wir es zeigen und das Ziel ist klar, stärkste Kraft. Und das Ziel ist sicher auch, Regierungsbeteiligung bzw. erste Kraft in einer Regierung zu sein. Naja, die anderen sind sich ja einig, dass sie Deutschland und Sachsen zerstören wollen.
Insofern, Regierungsbeteiligung heißt realistisch absolute Mehrheit oder aber so stark, dass die vernünftigen Teile der CDU revoltieren. Das ist ein Traum, aber daran arbeiten wir, nicht? Leadership, das ist das Wort, was man nicht ins Deutsche übersetzen kann, bedeutet Menschen zum Wandel motivieren. Wir müssen unseren Mitbürgern gegen den öffentlich-rechtlichen Lügenfunk, gegen die regierungsnahe Presse den Mut machen, uns zu wählen. Und wir müssen ihnen klar machen, wir haben nicht nur die Diagnose, sondern wir haben auch die Lösung. Es kann noch viel passieren, es fließt noch viel Wasser die Elbe herunter bis zum nächsten Jahr. Ich gebe den Kampf nicht auf, aber ich bin auch Realist genug, dass wir jetzt noch in dem Stadium sind, dass wir sie jagen. Bis wir sie anführen, kämpfen wir noch weiter. Dankeschön. Ja.